Einen wunderschönen guten Tag damit recht herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge vom Let's Play Omni 2, der Omnibus Simulator. Wir befinden uns heute mal wieder auf der Karte Krefrath Version 3 und fahren mit einem Neoplan Tourliner, den wir hier links im Bild sehen, auf der Linie 849, glaube ich, wenn ich mich nicht vertan habe. Jo, genau, das ist dieser Bus hier auf der Linken und ja, wir fahren heute eine kleine Runde, den gibt es in einer Automatik und in einer manuellen getriebenen Variante. Ich habe mir gedacht, da es den Lions Coach ja als Schaltwagen standardmäßig gibt, fahren wir jetzt heute einfach mal die Automatikvariante. So, starten wir gerade einmal den Bus. Wir sollten auch hier einmal diese Karte einstecken, die da liegt. So, genau. Also wir sehen auch schon das Dashboard beispielsweise, also dieser ganze Bereich hier vorne. Die ganze Front ist eben aus dem MAN Lions Coach. Genauso wie, glaube ich, auch einige Skripts und Sounds und sowas. Ansonsten soll aber, soweit ich gelesen habe, der Bus quasi vom Modell her neu gebaut sein, was man, glaube ich, auch im Innenraum so ein kleines bisschen sieht. Ja, ne, das ist auf jeden Fall ein anderes Modell an der Stelle, so wie ich das unterscheiden kann. Genauso vorne an der Tür. Genau, da geht irgendwie das da nach oben mit draußen. Das geht auch irgendwie durch den Spiegel durch. Aber ja, ist halt einfach ein Feature, muss ich auch einfach mal so betonen. Naja gut, ansonsten würde ich sagen, wir fahren gerade mal zum Start vor, Hilfspfeile hin und dann können wir hier doch, glaube ich, anschalten und auf die, gute Rückfahrkamera brauchen wir eigentlich erstmal nicht, ne? Machen wir erstmal hier so ein, erstmal das Standardteil. Ansonsten fahren wir gerade mal vor, mal gucken, was er so tut. Oh, ich höre einen Bahnübergang. Ich habe irgendwie Angst, dass gerade ein Auto, ne, guck mal, der schwenkt da ganz gut aus, okay. So, dann lassen wir gerade einmal einsteigen hier. Hallihallo, Hallöchen. Guten Tag. Hallo. So, John war mal eingestiegen. Ah, möchte auch noch mit. Oh, nee, möchte nicht mit. Okay. Jetzt habe ich die Frage, wann wir Abfahrt haben. Also, ein Fahrplan hing sonst immer hier irgendwie unten drin. Hängt der woanders? Da hängt der Fahrplan. 9 Uhr bis 9.20 Uhr. Das heißt, um 9 Uhr Abfahrt. 8.58 Uhr. Ah, wir warten, wie gesagt, gerade auf den Anschluss hier. Falls jemand mit möchte. Aus dem Zug. Oh ja, aber ordentlich viele etwas ältere Doppelstockwagen. Wie wir sehen. So. Oh ja, yeah, ist das laut. Okay. So, möchte denn jemand umsteigen? Ist aber schon heftig. Lang. Bitte beachten Sie, der Ausstieg ist im hinteren Fahrzeug irgendwie nicht möglich. Oder hat sich ein bisschen verbremst. Ach ja, guck mal, der gute Kollege hier. Guck mal, hat sogar schon Fahrt hier. Schon, dass die Dame da halt nicht rüberläuft. Naja gut, da keiner mehr ist, der mit möchte. Fahren wir gerade mal los. Gut, keine Umsteiger heute. Heißt, nach Krefrath fahren sie heute irgendwie, weiß ich nicht, mit dem Bus. Okay. So. Oh, der hat einen schlechten Fahrstil. Ja, er hat einen unglaublich schlechten Fahrstil. Also was man machen müsste, warte mal, ich mache mal ganz kurz. So, mal das Fenster nochmal mit auf. Was ich machen müsste, ist sich quasi noch anschnallen. Dafür hat er hier keinen, sieht man an den Skripts immer ganz gut. Man müsste sich im Prinzip anschnallen, nur hat hier der, wurde hier in dem Bus quasi kein, hier da Anschnaller implementiert. So, ja, der steht da noch ein bisschen, okay. Was dann eben heißt, man müsste sich quasi die Tastenbelegung dafür auf einen Knopf legen. Was ich jetzt nicht gemacht habe. So. Er fährt auch, das ist ja schon mal ganz gut, aber ja, ne, da haben wir auch dieses schöne, wundertolle Symbol vorne einmal im Bereich. Damit müssen wir es halt einfach irgendwie lieben an der Stelle. Judele, sehr gefeiert, Gäste, herzlich willkommen hier an Bord unserer Fahrt nach. Ach Quatsch, brauchen wir gar nicht sein, wir sind einfach normal Linienbus. Aber schlecht. Das weiß ich, dankeschön, das bin ich mir auf jeden Fall bewusst. Ich glaube, das ist das Schaltgetriebe-Skript, das Automatik-Skript. Das ist, soweit ich das irgendwie vom Fühlen her so anfühlt, ist das wie aus dem Volvo 9900. Da ist das nämlich ähnlich.
Der hat nämlich auch so ein 12-Gang-Getriebe und das muss ich sagen, ich denke mal, das fühlt sich so ähnlich an und das wird das wahrscheinlich auch irgendwie sein, aber... Hallo. Guten Tag. Hallo, Andi. Hätte ja nicht gedacht, dass ich dich schon so früh heute sehe. Ich auch nicht, du. Da kann ich aber glauben, gell? Also ich muss immer warten, bis wir... Ja, okay. Nein, nicht in den zweiten Gang. Das ist irgendwie... Ja, gut, okay. Ein wenig ungünstig, weil das Problem ist immer, wenn er schaltet, die Fahrgäste so... Mimimi. Aber, ja. Ja, der fährt normalerweise seit dem sechsten Gang an. Also kann man halt zumindest tun. So, ich würde das... Achso, das ist komplett offen. Man sieht das Fenster sehr gut. Warte mal. Es hört sich zumindest offen an, muss ich sagen. Naja, gut. Mit ein bisschen Frischluft, die nicht schaden kann, würde ich sagen. Fahren wir mal. Ich glaube, die Linie bin ich auch nicht wirklich gefahren im Let's Play. Also es fährt ja noch eine andere Linie hier nach Angerath, heißt ja das Café, glaube ich. Und, achso, das ist eine Einbahnstraße. Trotzdem sollte er da irgendwie nicht sein, wenn ich abbiege. So, dann kann... Nein, nicht in den ersten Gang. Ja, normalerweise fährt er im sechsten an, nur wenn man irgendwie so komisch... mit dem Pedal wippt dann der Bus so, ja, lass mal im ersten Gang anfahren. Naja, gut. Ja. Ja. Okay, das klappt alles. Es klappt einfach super, ne? Ich bin einfach hellends begeistert. So, Lindengasse will keiner. Gut. Das beruhigt mich zutiefst. So, dann schauen wir einmal hier nach links. Okay. Gut, zumindest auch noch eine weitere Sicht nach links. Wir haben sogar noch da noch eine Sicht. Ja, krass. Hab dafür müssen wir so ein bisschen raten, ob da was ist. Aber das finde ich ganz cool, dass wir da einfach noch eine Extended-Sicht in die Richtung haben. Gut. Das beruhigt mich jetzt auf jeden Fall. Ja, bis der Bus, der schaltet. Ich meine, ich kann noch nicht wieder für. Nächstes Mal kann ich ruhig wieder selber schalten. Ja, aber nachdem wir jetzt ja irgendwann mal vor ein paar Völkchen ein etwas größere Ansammlung von Schaltwagen hatten, würde ich sagen, können wir einfach mal ein bisschen uns zurücklehnen und die Leute mal meckern lassen. Schönen Hallo. Guten Tag. Hallo, hier kommt ja schon der Anschluss. Ich komme gerade vom... Ja, mei, das freut mich auch Bocki. So. Haben wir zu? Genau, dann würde ich echt einfach direkt beschleunigen, damit der nämlich im sechsten Gang bleibt. Das klappt nämlich echt erstaunlich gut. Und meckerfrei. So, Vorfahrt haben wir auf jeden Fall. Da warte ich mal lieber. Das ist, glaube ich, könnte ein bisschen... könnte wahrscheinlich klappen, aber... Nee, du, Kollege, fahr du mal, bitte. Beeulen sich so mal ein wenig. Ja, hätten wir wahrscheinlich echt locker geschafft, aber ich glaube, wenn wir jetzt hier irgendwie so raus und dann kennst du den Bus nicht und also hier beim Ausschwecken auf jeden Fall nicht, aber... Ich denke mal, das hätte von der Breite schon irgendwie... Ob wir hier nochmal reinfahren können, aber muss ja alles nicht sein. Das können wir mal hier Challenge-Teil machen. Ja, klappt schon mit den Autos. LKW wüsste ich jetzt nicht, ob das... So. Ob und wie das geklappt hätte. So, das ist mit dem Bus. Ja, genau, muss ich sagen. Hört sich soweit dann auch an wie der MAN Lines Coach. Heißt, ich denke mal, da wurde... bis auf das restliche Modell irgendwie halt relativ viel übernommen. So steht es auch in den Credits drin. Das heißt, das ist alles so, wie ich das zumindest gelesen habe, abgestimmt worden. Also wie ich mir es übersetzen lassen habe. Google Übersetzer ist dein Freund. So, das passt. Das passt auch. Ja, ich glaube, nächstes Mal fahre ich wieder Schaltwagen. Das ist irgendwie... Irgendwie finde ich das angenehmer. So, sie wollen einmal mit... Der Spiegel rendert auch echt spät mit. Naja, gut. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Bitte warten Sie ungefähr 200 Jahre, bis der Bus seine Tür geschlossen hat. Okay. So, dann geht's für uns einmal hier nach... Boah, ist aber ganz schön hier einmal durch die... Einmal durch das ganze Kaff fahren, so ungefähr. Ist da jemand? Ja, da wäre jemand, aber ich beeile mich einfach. Muhaha. So. Guck mal, haben wir doch einfach, da haben wir uns einfach mal durchgesneakt. Und ich muss sagen, ich kenne mich jetzt wahrscheinlich echt nicht aus. Ich bin die Linie schon immer mal gefahren, aber ihr sagt mir eben nichts. Es fährt ja von hier eben noch eine nach Ambach. Die kenne ich tatsächlich, aber ansonsten,
muss ich sagen, ist mir das hier jetzt nicht sonderlich bekannt. Ja, mal schauen, was uns hier so erwartet auf der Linie, ne? Oh, da passt aber nicht ganz mit dem... Sind es halt irgendwie 10C, ne? Wir sind in Gang 10C. Das ist ein ganz spezieller Gang und der ist vor allem wichtig für das Fahren in der Stadt, ne? Alle Geschwindigkeit bis 50 km/h, wie wir gerade gesehen haben, das war einfach Gang 10C. Ja, ich versuche mir dann irgendwas gut zu reden, weil ich da irgendwas nicht verstehe. Das ist ganz normal. Ja, wo dürfen wir denn hin? Nach geradeaus, gell? Das letzte Zelt, ja. Ja. Ich biege da mal rechts ab. Okay. Ach ja, hier Simple Streets Kreuzung in Verbindung mit, oder generell Kreuzung in Verbindung mit den dynamischen Hilfspfeilen, die dafür nicht optimiert worden sind. Das ist, ist wunderschön. Hier ist ja genau das Gleiche. Hier müssen wir tatsächlich nach links. Hier ist es das Gleiche. Hier müssen wir auch nicht abbiegen. Ja, genau. Sagte er und versagte. Oh, ist es eigentlich Zufall, dass in Sagen, also das Versagen in Sagen drin steckt, so in etwa, weil man kann ja schon auch versagen, wenn man versucht, was zu sagen. So, ganz prinzipiell. Oh, das ist mit dem Spiel, dass das ein bisschen verzerrt ist, das macht es jetzt, sagen wir mal, nicht einfacher. Also, absolut nicht. Naja, einen schönen guten Tag, bitte einmal eintreten in die gute Stube. Wir hätten auch mal zu. Das dauert schon wieder, gell? Aber wir haben ja Zeit, oder zumindest nehmen wir uns die Zeit. Es ist nicht, dass ich welche hätte, aber wir nehmen sie uns einfach. So. Ich habe Zeit und ich werde sie benutzen. So, in etwa. Ja, was dürfen wir denn hier Schönes machen? Da sieht ihr wieder nach... Ey, da kommen wir doch... Das ist jetzt, fahren wir fast einmal um den Block. Yo, das ist der Bus, der einmal um den Block fährt. Ja, da bin ich zu Hause, ist meine Hood. Ja, es ist ganz sinnvoll, dass der Bus genau da lang fährt, weil überall anders da... Ja. Bisschen nicht. Wobei es ja wahrscheinlich wieder ungeil ist, wenn der Bus halt direkt vor deiner Haustüre langfährt. Gut, bei dem Bus hier tut es wahrscheinlich nicht so, das ist nicht so schlimm, weil er ist ja relativ geräuscharm, aber wenn da irgendwie so ein alter MAN-SD, der irgendwie durch deinen gefühlt durch deinen Vorgarten rattert morgens um 16:30 der erste, das ist, glaube ich, jetzt alles andere als angenehm. Würde ich zumindest mal so einschätzen. Habe ich da auch schon wieder jemand mit hier? Achso, oh, will jemand aussteigen. Ja, wir haben auch eine zweite Tür, ne? Ich wollte es Ihnen nur mal gesagt haben. Da habe ich zwar keinen Einblick, da weiß ich zwar nicht, wer aussteigen möchte, aber wir haben auch noch eine zweite Tür. Hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Ich habe gerade mal die Zeit für einen kleinen Schluck kühles Nass, so, mir hergerichtet. So, Krefrath Hauptbahnhof, genau. Sodele, 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 was ist da? Da ist nichts. Nicht? Gut, dann fahre ich einfach mal. Hier haben wir dann auch 50, was natürlich für eine Stadtgeschwindigkeit, also für eine Überlandgeschwindigkeit, naja gut, aber was ich mir auch mal gedacht habe, ihr seht immer ein bisschen mit dem Herbst machen, also ich versuche immer so grob mit... Bei dem Fahrstil würde es mich nicht wundern, wenn gleich die Laterne gestanden. Ja, ich habe ja auch irgendwie, weiß ich nicht, ich fahre ja auch geradeaus, das ist schon auch echt krass. Naja. Wo immer so ein bisschen mit dem Let's Play, jetzt müssen wir den Zeit mitzuschwingen. Irgendwie ist mein Herbst, ist Omsi immer ganz cool. Was ich immer versuche zu umgehen, ist der Omsi Frühling. Den empfinde ich als grob hässlich. Tatsächlich. Also ich mag den Omsi Frühling nicht, deswegen ja, wird immer so ein bisschen umgangen. Und bei mir fängt auch mehr der Herbst, und der wird immer ein bisschen später an als sonst. Aber auch nicht immer, aber so ein bisschen ist das immer. Ich habe gar keinen Warnblinker, cool. Aber so prinzipiell finde ich das immer eine ganz... Schöne Angelegenheit. So, einen schönen guten Tag, meine Dame. So, raus will niemand. Gut. Ja. Ja, Tatsache. Klappt jetzt in dem Gang zumindest ganz gut. Schaltet er auch gleich zwei Gänge? Nee, macht er nicht. Er macht er zumindest nicht immer. Ja, muss man ein bisschen üben wahrscheinlich mit dem Fahren. Dass man das irgendwie halbwegs... Genau, so hinkriegt, dass die Leute nicht dieser Meinung sind, aber das klappt halt nicht immer. Ich muss auch persönlich sagen, also aus Fahrgastsicht, ich fahre sehr ungern mit Bussen, die dieses Getriebe haben tatsächlich. Also sind jetzt ja irgendwie so die... Oh, ist halt eng hier. Sind ja irgendwie so die allermeisten Reisebusse zurzeit. Sind ja mit sowas ausgestattet. Ich muss sagen, gerade im Stadtverkehr... war das mal vorher schon ein bisschen länger her, eben einen Ausflugsfahrt mal irgendwie gemacht durch die Gegend und du fährst irgendwie in der Stadt. Oh. Und ja, ich muss sagen, das ist im Stadtverkehr absolut unangenehm.
Einfach weil das hat aber einen Schalt und ach, ich weiß nicht, da ist mir so ein. So ein ganz normal. So. Ja. Ich werde mich mal ein bisschen hier hinein verkriechen. So. Zugunsten von, keine Ahnung, vielleicht einem Bus, der nachher auch immer noch so aussieht wie der Vorführungswagen, den ich bekommen habe. Man ist da sogar in der Vorführwagen. Wo ist das laut außen? In der Vorführwagen-Lackierung hier. Und ich sollte ihn vielleicht dann auch irgendwann mal wieder so abgeben. Leute. Warum fahren hier so viele LKWs durch? Ist jetzt hier irgendwie gerade. Nee. Vor allem mal Angst gehabt rechts wegen dem Pinöbel jetzt, aber ja, klappt der hier. Ist niemand? Gut. Ja, wenn da vorne niemand ist, dann will auch niemand aussteigen. Ja, aber doch, jetzt sagt mir die Strecke wieder was. Also irgendwoher. Okay. Sagt man jetzt echt ein bisschen an dem Fluss lang, so ein bisschen eng. Ah. Nee. Ist das eng? Ja, guck mal, der Kollege bremst, dann kann ich ja immer durchheizen. Ich meine, das klappt ja tatsächlich. Gut, das macht es auch ein bisschen. Das macht es ja auch so ein bisschen hier interessant. Nicht immer hier nur so die ganz einfachen Easy-Strecken fahren, sondern. Ich meine, das hier ist schon krass. Also. Ich meine, gibt natürlich schon engere Stellen. In Omsi, auf jeden Fall. Aber. Grün. Ja, ist aber ein bisschen. Passen wir denn da drunter? Das sieht aber. Das passt. Nee, das passt eigentlich nicht. Okay. Ja, okay. Das ist akzeptiert. Ja, man kann ja auch nicht warten, bis der Bus da durch ist. Spaten, ey. So, aber aussteigen wollte. Nee, es führt dir alle in Ordnung. Gut, dann. Das beruhigt mich. Es ist hier anscheinend normal, ne? Dass einfach mal die Autos da losfahren, da. Weil der Bus da gucken muss, dass er da niemand wegrammt. Aber die Höhe ist anscheinend nicht so. Aber vorne kann man da trotzdem Leute wegkegeln. Gut. Jo. Aber in dem Herbst, das hat schon wieder was, ne? Also, ich habe jetzt voll Bock, im Herbst zu fahren. Also nicht, dass Herbst jetzt irgendwie eine coole Jahreszeit wäre. Ach, alle Jahreszeiten sind cool. Ja, natürlich sind alle Jahreszeiten gut. Ich möchte keine Jahreszeit diskriminieren. Es liegt mir absolut fern. So, da ist frei und da ist auch nicht so ganz so frei, aber das passt ja schon. So. Aber hier mit dem Bus da durch. Genau. Und hier trifft man dann auf die Linie, die, glaube ich, heißt jetzt zum Haus Brück fährt, von Krefrath S-Bahnhof. Irgendwas mit 808 und irgendwas. 847. Ist, glaube ich, ungefähr hier irgendwo. Ach, guck mal, die war noch gar nicht mit. Ja, jetzt hätte mir für andere Linie gedacht. Haha. Guck mal, und der effiziente Busfahrer denkt sich dann einfach, jo, lass dann einfach mal durchfahren. Und der effiziente Busfahrer steht dann trotzdem an der roten Ampel. Way. Cool. Ja, ansonsten so, irgendwie der Fahrplan. Jetzt wollen wir irgendwie. Genau, Krefrath Rost, S-Bahnhof. Ja, genau. Ding später auch dran sein, ja. Gut, nächster halt ist Haltewunsch, aber. Ja, wenn ich hier vorne steht. Also ich sehe den. Nee, sehe ich nicht, ehrlich gesagt. Sehe ich nicht. Haltewunsch sehe ich nicht. Von daher. Müsste schon nach vorne kommen. Ich weiß nicht, ob ich vorher angenölt, dass er nach vorne kommt, aber. Wenn das die. War es ein Unfall? Nee. Ich hab doch keinen Unfall gebaut. Nö, wo denn? Ja, das ist ein bisschen. Vielleicht ist die Ampelphase etwas. Kurz. Also die an der. Brücke, aber okay. Wir haben es ja irgendwie überlebt. Der andere wahrscheinlich ja nicht so. Wie war das? Ich bringe den Vorführwagen wieder so zurück, wie ich ihn bekommen habe. Ja, nee, die fette Delle davor, die war schon da. Hab ich jetzt mir nicht bescheinigen lassen, weil ich hab gedacht, das sieht ja jeder. Grins. Ja, so in etwa. Aber so ist es halt. So. Liebe Leute. 3, 2, 1 und grün. Dankeschön. Guck mal, einfach nur fordern, ne? Das ist ganz wichtig. In der Gesellschaft. Ich muss jetzt aber nicht abbiegen. Ich denke mal nicht, ich darf vorne schön hier in unser. In die. Durch das herbstliche Land fahren. Ihr seid schön. Ach, guck mal, nach der Zugstrecke entlang. Das heißt, die Leute hätten auch echt mit dem Zug fahren können, so von Angerath nach Krefrath. Oder man spricht es mit TH aus. Das ist aber, glaube ich, eher unwahrscheinlich.
aufgrund der Lokalität. Aber es ist eine Sache, die könnte man ja mal in Erwägung ziehen, ob das nicht vielleicht so ist. Was klebt denn da rechts? Ah, das war das Firmenschild, okay. So, da fliegt doch irgendeine Beschriftung da. Ist hier so ein Hilfspfeil oder sowas? Dabei war das da rechts diese Firma. Also nicht hier direkt am Bus, sondern ich meinte, da. Dieser Schriftzug klebte in einer großen Entfernung einfach so in der Luft. Hallo. Guten Tag. So, und zu damit, ne? Ja, gut, dass er mir da quasi die ganze Säule da vorne wegnimmt. Das ist schon... Ah, das muss ich hart verurteilen, auf jeden Fall. Das finde ich... Ja, muss ich schon gucken, dass er da... Naja, gut. Okay. Wir werden es einfach mal lernen zu akzeptieren, hoffe ich mal. So. Ich habe erstmal, dass es vielleicht eine ganz optimale Lösung ist für die Linie, weil wir müssen Überland fahren. Aber so viel ländlich ist das jetzt nicht. Man hätte das auch gut mit einem Stadtbus irgendwie machen können. Aber na gut. So, da können wir einmal durch. Ja, cool. Guck mal, können wir so eine Verspätung sogar so... Aber ich bin heute nicht arg... Also schon manchmal ein bisschen... Ja, okay, ich bin wahrscheinlich schon langsam gefahren. Aber ich mag das mit dem durch die Gegend heizen irgendwie absolut nicht. Das ist irgendwie... Das ist nicht mein Stil. Mein Stil wegen Kettensäge. Ah, ja, ist sehr witzig. Ich bin jetzt auch noch von der Kettensägen-Lobby gesponsert. So. Und die Oma freut sich bestimmt über diesen höchst niederflurigen Bus. Ja. Hallo. Ne? Guten Morgen. Ach, guck mal, aber wirkt jetzt nicht irgendwie großartig aufgewühlt oder sowas. Von daher. Nee, doch. Das hätte ich gewartet. Guck mal. Er hat sich gesagt, okay, guck mal, wenn der Busfahrer vorne so eine Delle an seinem Bus dran hat, dann will ich dem lieber mal nicht in die Quere kommen. Wobei, warte mal, die hat er gar nicht gesehen, weil er ist ja hinter mir Psst. Sieht niemand. Fake News Alarm. Hast du hier auf dem Kanal doch nicht? Nö. Würde mir nie einfallen. Jodele. Genau, jetzt kommen wir hier langsam ins. In so Richtung Zentrum, schwör. So, nee, er bremst mal nicht so. Er möchte auch noch mit hier. Alter Bahnhof. Okay, das heißt, hier gibt es dann wahrscheinlich keinen Zugverkehr mehr. So. Einen wunderschönen guten Tag, wenn dann mal in ungefähr 5 Stunden die Tür aufgegangen ist und sich irgendwann mal wieder geschlossen hat. So, davon ist aber eh rot, von daher ist uns eh erstmal vollkommen Käsekuchen. Ach, jo, ich schieße. Wir müssen jetzt immer auf die Spur, da geht es wahrscheinlich auch über die Schustergasse und dann, oder? Was sagst du, Fahrplan, Kollege? Schustergasse, ja klar, guck mal. Das ist immer ganz cool, ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal gemacht haben. Nachtbusfahren auf Krefrath ist immer ganz cool, weil man da dann, einmal die Schustergasse fährt. Und da ist dann immer so nachts so ein zentraler Meeting Point für die ganzen Busse. Und das heißt dann alle drei Nachtlinien, wir haben dann quasi ein paar Minuten Aufenthalt, warten aufeinander, passen quasi Anschlüsse ab. Und es sind halt drei Linien von je zwei Richtungen. Das heißt, wir stehen halt 6 Busse, also inklusive einem selbst und exklusive sind es dann halt 5, also 5 KI-Busse. Und genau, die stehen dann da quasi rum und passen sich gegenseitig ab und das finde ich immer eine ganz coole Sache. Also das, ich glaube, wir haben das mal in einem, haben nicht mal im Stream, sondern doch irgendwann mal irgendeine Nachtlinie mit irgendeinem Doppeldecker gefahren. Mit so einem älteren MAN-Doppeldecker. Ich glaube, mit dem Weihnachtsbus sogar. Irgendwo im Schnee, glaube ich, haben wir das mal gemacht. Aber ansonsten, ja gut, Josh und Nachtlinien, das ist immer so eine Sache, die mögen sich jetzt nicht sonderlich, deswegen naja. Ihr seht eben so, wie es ist. So, da vorne das ist sogar auch noch, ja gut, also ich bin eh der Bus. Von mir kann es eigentlich relativ egal sein, ob da grün ist. Wenn die jetzt mal gemunkelt. So, guten Tag, Kollege. Zu JVA. Ist das eng. Hat aber anscheinend gepasst. Okay. War ja schon mal anders heute. So, Single-Fahrgäste, nächster Halt, Schustergasse, Umsteigemöglichkeit in, na gut, alle Richtungen ist ja auch gelogen. Gibt ja nicht nur Linien, die hier durchfahren, aber hey. So. Dann steigert aus, Gefolge, noch ein Bus. Was ist voll viel los hier. Ich sehe, das ist immer Bus nach Bus hier fährst. Dann ist das tatsächlich sehr krass, wenn da so viel los ist auf einmal. Vor allem die ganzen Gelenkbusse, Nachtbusse und alles irgendwie... Zumindest bei Minaides irgendwie Solo-Bus. Ich glaube, das macht auch eher Sinn.
weil da ist potenziell relativ wenig los. Ja, so, da ist frei und da ist ja frei, gell? Jo, da ist sogar grün. Schaffe aber nicht mehr, gell? So, ja, meine Dame, dann müssen Sie einfach mal ganz kurz warten. Ja, okay, ich muss auch mal ganz kurz warten. Gucken wir, reihen uns einfach in die Reihe der Wartenden ein. So. Genau so machen wir das. So, dup, dup, dup. Ja, es ist schön. Ich freue mich, Teil dieser Warteaktion zu sein. Das ist sehr schön. Nicht. Ah ja, gut. Dup, 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 dup. Boah, dann kommen wir bald dann zum Hauptbahnhof irgendwie oder sind wir fertig hier, dann machen wir Feierabend, so. Bäckerei, guck mal. Oh, jetzt hat Essen, ich mich halt auch ein bisschen, es ist auch schon, es ist auch Mittag, okay. Ja, was ein Zufall, ne? So, zur Mittagspausenzeit Hunger kriegen, das ist, ja, vollkommen zufällig irgendwie. Oi. Ja, genau, würde ich auch sagen, ne? Ach, hast du auch gerade jemand... Ihr habt ja auch alle Hunger, gell? Das ist eine gute Idee, also eigentlich jetzt können alle aussteigen... Huhu. Ich bremse immer rechtzeitig an Fußgängerüberwegen. Ja, ich weiß, das ist so eine Karte. Da gibt es Fußgängerüberwege. Das ist auf sehr wenigen Omsi-Karten irgendwie der Fall. Deswegen ist man da irgendwie nicht drauf gefasst. Aber ja, und ich weiß nicht, konzentriert bin ich heute auch nicht. Deswegen verzeiht mir bitte alles. Wobei, da kann ich auch generell sagen, verzeiht mir bitte immer alles, weil ich... Es ist immer irgendwas. Man ist unkonzentriert oder müde oder keine Ahnung, muss los. Bruder muss los. Muss keiner los. Gut, Wärterweg muss keiner los. Ob da jetzt hinten jemand steht, das betrachten wir jetzt an dieser Stelle nicht. Gell? Dann müssen wir von einmal links abbiegen. Weil wir nämlich nicht an der Durchfahrtshaltestelle halten, sondern quasi am Terminus, wo wir dann einmal auch unsere Pause verbringen können, falls wir denn eine haben. Falls wir nicht eh wieder Verspätung haben. Naja. So, verehrte Fahrgäste, nächster Halt, Grefrath Hauptbahnhof, Übergang zum Fern- und Regionalverkehr der Deutschen Bahn. Bitte beachten Sie, diese Fahrt endet hier. Bitte alle aussteigen. Gucken wir mal, das passt ja sogar. Das machen die sogar. Schön. Jo, haben wir noch ein bisschen was gesehen hier. Ich bin jetzt absolut nicht restlos überzeugt von diesem Gefährt. Also, jetzt mal no offense, aber die, sagen wir mal, coolen Elemente, wie zum Beispiel das Dashboard, was halt gut aussieht, das kommt halt aus einem anderen Bus irgendwie und ich weiß nicht, so Sachen wie, ja, die Tür geht dann halt mal, ich meine, das Außenmodell ist jetzt auch nicht, also ja, ne, aber ich, ihr wisst, glaube ich, so ein bisschen auch, was ich meine, so, ja, ach ja, guck mal, das gute Standard, das Standardreflexionsbild, ja, ich bin jetzt nicht... Genau, man macht das Fenster runter, aber halt das Fenster geht nicht runter, wie man sieht. Das Fenster ist quasi noch... Naja. Okay. Wurde aber, glaube ich, auch gar nicht als Beta ausgezeichnet. Deswegen, ja. Ich setze schon ein bisschen... Aber so ist es halt, ne? Haben wir jetzt mal gemacht. Und wenn dann irgendwann mal grün wird, dann stellen wir den Bus ab. Kommen zur Ruhe. Sammeln uns alle. Bla, bla, bla. So. Abfahrt. So, die Frage ist natürlich, an welcher Bussteig unseres, aber es wird, denke ich mal, irgendwie durch eindeutige Markierungen markiert sein. Genau, wir halten dann da vorne einmal in den Schleifen einmal drin. Das sind auch die Kollegen für die andere Richtung. Das ist nicht auch ein sehr cooles Pausenkonzept hier mit den mit diesem Kreisdingens da. So, der erste ist unserer, ne? Jupp, genau. Krefeld Hauptbahnhof Terminus. So, ganz ohne Bussteig, aber bitte beachten Sie die Höhe zwischen Bus und Bussteigkante. So, dann würde ich sagen, Sie mal da. Haben wir auch ganz gut gemeistert hier. Fahrplan ist zu spät. Okay, wir haben echt Verspätung gehabt. Okay. Ist aber akzeptiert. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Wir sehen uns einfach ein weiteres Mal wieder. Macht's gut. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.